Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combat Masteries mit Miniman gleich. So, wir gucken jetzt erstmal in den Kommentar rein. Wir haben ja einen Kommentar von Sir Matt Clash Royale. Oh mein Gott, habe Tina gezogen. Wie findest du die? PS, nice view. I love the Tina. Ich liebe die Tina. Vor allem die schlimme Tina oder Bad Tina ist eine meiner Lieblingskombos in dem ganzen Spiel. Und aktuell ist die noch richtig, richtig böse. Also, congrats, man. Geile Charakterkarte mit einer noch geileren Combo. Gratulation, mein Lieber. So, also, dann gucken wir mal hier rein in den Shop. Hier nach wie vor die Mythic Brian, das Mythic Brian Pack mit Hottis Bill, The Borax Kid, Stan mit Gruselmaske und Luan Platter. Dann haben wir, also ja, Luan Platter macht da so einen Fadenbeigeschmack. Dann haben wir die Kawaii-Box, Dr. Bobenstein, sensationelle Karte, Shrimpy Shrimps, The Borax Kid, Roger Sexy Shorts und dann kommt der Schrott hier hinten. Also das, ja. So, und dann haben wir hier eine neue Box, das ist die Cupid Mustache Box. Oldies, but Goldies, Honigbart Stewie, Equestronaut-Kostüm, Doing, Buch der Zaubersprüche, Chris, Griffin und Bobby. Geil, 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 geil. Alle Karten geil und für diejenigen, die ein bisschen länger spielen, die werden mit Sicherheit die ein oder andere Karte davon bei sich im Deck haben und können dann die ein oder andere Combo bzw. Karte fusen oder vielleicht sogar maxen. So, hier haben wir jetzt die Combo Masteries von heute. Gucken wir mal ganz kurz da rein, was da so aktuell am Start ist. Einmal die Draw Me Tina gleich als erstes. Und ist jetzt für die Tina nicht die beste Combo, muss man sagen. Aber ist jetzt auch nicht so schlecht. Also ich will aber keine 500 Gems für ausgeben. Auf gar keinen Fall. Nope. So, dann haben wir hier Sexy Cat. Und Sexy Cat war mal richtig schlecht eigentlich. Als Pre-Combo. Und jetzt hier, also wenn man die jetzt in der Leggy-Version hat, da komplett maxed vielleicht, Mac Griffin mit Rogers Kleiderschrank, 24-fach Leech, 25-fach Gas, 21,67, das ist nicht schlecht. Das tut dann doch schon ganz schön weh. Book of Spells, auch hier 25, 26, 24, 24. Ja, die ist nice eigentlich, aber 500 Gems würde ich trotzdem nicht vorausgeben. Weiß ich nicht, ob es der eine oder andere von euch macht. Hier haben wir die lila Balloon Art. Das ist eine Combo, die ich mir holen werde. Zumindest mal für meinen ersten Account. Da habe ich ja die Mythic Lila. Und dann gucken wir mal hier rein. Lila mit Napkin Art. Zum Beispiel ergibt das auch 25-fach Gas und 10-fach Cripple All. Ja, und das ist 26-fach Gas, 11-fach Cripple All. Das ist schon stark. Ja? Also vor allem das Cripple All ist geil. Und dann kommt noch das Gas mit hinzu. Die macht schon Spaß und die werde ich mir auf jeden Fall holen. Also zumindest mal 1000 Steine werde ich für ausgeben. So, dann geht's weiter. Dann kommen wir zur nächsten Combo. Das ist der Washboard Bender. Auch das ist eine Combo, die ja auf jeden Fall interessant ist. Ich habe ja mehrere Benders maxed und mehrere Furzschulen für Hochbegabte, also Fahrt Schools for the Gifted, habe ich mehrere. Wenn ich die jetzt maxe, maxed out, dann kommt dann eben sowas bei raus. Dann hast du hier einen Bender mit 21er Mauer und 21-fach Cheer. Ja, und das ist 17 Angriff und 71 Leben. Wenn ich jetzt rechne, dann habe ich fast 80 Leben, wenn ich nur ein einziges Mal 1000 Steine vorausgebe. Hätte dann eine 23er Mauer und 22 Cheer. Das ist schon nicht schlecht. Also, ich spiele ihn nicht oft. Definitiv. Aber es gibt Situationen, wo ich den auch schon gespielt habe. Und dann, ja,
zeigte auf jeden Fall Wirkung. Also auch eine Kombo, die ich mir sehr wahrscheinlich holen werde. Und dann kommen wir hier zuletzt noch zum Water Polo Steve. Und der Water Polo Steve, ja. Also ich bin jetzt nicht so der Mega-Fan von dieser Combo hier, kann ich nicht von mir behaupten. Aber Bodyguard halt. Cripple. Schild. Ja. Sportspot. Noten guckt der Klaus heiß los, also so aus. Die Karte sieht schon witzig aus. Also ich würde sie mir definitiv nicht holen, auf keinen Fall. Ich habe auch keinen Steve im Deck. Also muss ich mir sowieso mal überlegen. Aber wenn ich jetzt das letzte Mal habe ich ja die ganzen Steve-Kombos mal gezeigt. Also da ist der Water Polo Steve eigentlich eine der Kombos, die ich jetzt nicht unbedingt einsetzen würde oder weniger spielen würde. Im Gegensatz zu den ganzen anderen, die da am Anfang kamen. Also wenn ich einen Steve hätte, wäre das jetzt nicht so meine erste Wahl, die Kombo. Ja, da gucken wir dann nochmal ganz kurz in die Tina rein, weil ja die Frage gestellt wurde, wie finde ich die Tina? Gucken wir mal hier, haben wir die Nurse Tina momentan. Die ist schon ziemlich geil, wie ihr seht, mit Schild, mit Punch und mit einem Burger für alle, also einmal heilen für alle. Dann haben wir hier, also das ist schon geil, muss ich sagen. Dann haben wir die Aemona, auch eine sensationell geile Combo mit Leech und mit Kraze. Aemona. Balloon Fight ist momentan auch ziemlich stark. Mit Punch Bombe. Chef Cat Binge ist auch stark. Mit Gas, mit Leech. Tina Tackle ist auch eine nice Combo. Definitiv. Butt-Toucher Tina, auch mega nice. Auch wieder Leech, Punch. Working Girl Tina. Alter Vater, die ist auch geil. Die hat auch Cripple All und Gas. Und noch das Durchstoßen der Mauer. Also, die ist geil. Electric Law finde ich nicht so toll. News Anchor Tina ist halt. Ja, also wenn du weißt, dass du danach einige Kombos spielen wirst noch, ja, dann haut die ganz schön rein, weil wie ihr seht hier, pro Kombo kommen da 18 Angriff drauf und 13 Leben da unten, ja, und dann hast du plötzlich 36 oder eben über 50 Angriff. Aber, ja, ich sag mal so, Kraze gefällt mir trotzdem besser, deutlich besser, ne? Also hier haben wir die Draw Me Tina, die heute drin ist. Hier Horse Rider Tina. Da haben wir eben Kraze, wie ich es vorhin gesagt habe. Sandwich. Jetzt momentan beim Kostüm BG. Auch geil mit der Bombe. Sexy Dance Fighting. Nice. Die RC Tina ist ganz okay. Tina Ranosaurus. Rex. Ja. Grillcook ist jetzt nicht so toll. Ist keine so schöne Combo. Blueberry Delivery Girl. Ja, ist halt sehr defensiv. Das Ball Girl finde ich ganz gut. Die spiele ich mal ganz gerne, wenn ich mal einen Push zur Seite haben will. Die hat auch Leech dann noch. Und da ist sie. Die schlimme Tina. Die Bad Tina. Mit Punch. Mit Durchstoßen und mit Kraze. Monster. Monster. Party Crashers. Dann haben wir hier den Baum oder the Tree zum Heilen. Erstens heilt sie sich selbst und dann heilt sie noch eine andere Karte. Und dann noch die Mauer, finde ich auch sehr stark. Mommy, finde ich nicht so toll. Yachtclub, ja, mit Cripple All halt, aber haben wir ja schon gesehen, da gibt es halt andere Karten, die machen das in Kombination mit anderen Sachen noch. Dann haben wir noch die Äquestronauten. Ja. Quickly oder Quickie Kiss It. Leech und motivieren. Und das war's. Also auf jeden Fall einige richtig geile Kombos mit dabei. Also da wirst du deine helle Freude dran haben. Ist auf jeden Fall geil.
Hau rein! Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Leute, die Glocke! Und ach, schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown. Mit mir, mein Geist, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.